Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Bucky O'Hare auf dem NES. In der letzten Folge habe ich versucht, den blauen Planeten zu bezwingen und bin grandios gescheitert. Das lag allerdings ausnahmsweise mal nicht an meinen Spielfähigkeiten oder am Controller, sondern daran, dass der eine Level einfach, oder dass der Level in, ich weiß nicht, Akt 5, glaube ich, oder 6, einfach mal weggeglitscht ist und ich keine Gegenstände mehr gesehen habe. Scheint ein Bug zu sein. Ich habe es leider sehr gut reproduzieren können. Ich habe es leider allerdings nicht vermeiden können durch neues Herunterladen des ROMs oder einen anderen Emulator. Ich habe das jetzt mit zwei verschiedenen Sachen probiert und bleibe da jedes Mal dran hängen. Ich weiß also nicht genau, woran es liegt und ob das eine generelle Inkompatibilität des Spiels mit Emulatoren ist. Sollte das jemand besser wissen oder sich da genauer auskennen, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich muss jetzt den einfachen Weg wählen, nämlich mich durch... Es ist kein Cheatcode, es ist ja ein Passwort, das man eingeben kann, um dann entsprechend weiterzukommen. Und diese Passwörter sind natürlich nicht geheim. Nicht mehr. Damals wären sie es bestimmt gewesen. Also habe ich mich jetzt einfach an der bewussten Stelle dran vorbeigecheatet. Nein, nicht gecheatet. Obwohl, aus eigener Kraft bin ich nicht hingekommen, also irgendwie schon gecheatet. Egal. Wir sind heute auf dem gelben Planeten. Wir haben hoffentlich, wen auch immer wir vom blauen Planeten gerettet haben, dabei. Muss ja. Und schauen uns jetzt mal den, vermutlich bisher schwersten Level an. Vorausgesetzt, dass mit der Größe passt. Okay. Geht gut los. Ich muss nach links laufen, das ist mal, da komme ich nicht mit klar. Ich kann auf jeden Fall hier nicht reinfallen. Aua, 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 aua. Werde aber von... Sag, komm ich da hin? Oh, ich habe ganz viel Power auch. Ach, das liegt bestimmt auch in dem Code. Ja, ja, toll. Muss ich hier irgendwas Besonderes machen oder einfach nur weiter? Ah, weiterlaufen. Okay, weiterlaufen. Von rechts nach links, da komme ich irgendwie nicht so richtig mit klar. Ah, oh, gut, dass ich nach oben schießen kann. Ich komme damit irgendwie nicht... Ach, da ist ja noch einer. Ich komme damit irgendwie nicht so ganz klar, dass ich nach... Hallo? Ich würde gerne da... Hochspringen, genau. Nein! Geh weg! Geh weg, du Kröte! Die drei... Boah, was zur Hölle? Achso, da kann ich nicht drauf springen. Und die Kröten haben jetzt sogar Rucksäcke! Oh, ich hätte oben lang müssen... Müssen laufen, laufen müssen, oh Gott. Und ich werde gleich sterben, denn... Das ist ein bisschen viel. Oh, den kann ich ja gar nicht ausweichen. Doch, ich könnte ihm ausweichen. Ich wechsle mal durch. Was kann die denn hier? Nicht nach oben schießen auf jeden Fall. Was ist das? Okay. Ja, der kann auch nicht nach oben schießen, der auch nicht. Ich glaube, wir sind mit Bucky noch am besten dran hier, weil wir müssen gleich spätestens bei dem dann nach oben schießen, ne? Wo schießt der denn hin? Hat er eine Reihenfolge? Ja, hat er. Kann ich das ausnutzen? Nein, kann ich nicht, weil ich nicht wieder dämlich gesprungen bin. Erkenne diese Waffen hier im Hintergrund kaum. Also Hintergrund und Vordergrund ist mir ein bisschen zu dicht beieinander. Ja, du auch. Hallo? Du mich auch, wollte ich sagen. Komme ich da hoch? Herrgott. Nein, komme ich so nicht. Der ist ja schon wieder. Ich versuch's mal mit voll aufgeladen. Nein, geht nicht. Dafür kommt hier der Typ wieder angeflogen. Ach ja, brauche ich ja eh nicht. Ich vergesse. So, oh, nein, ich wollte doch... Ich werde ein bisschen... Aua, aua, aua. Ich werde ein bisschen besser, glaube ich. Aber nur ein bisschen reicht nicht. Ich bin immer noch ziemlich... Oh, es gibt Leben. Nehme ich. Was ist da? Ach ja. Das ist aber verdammt schnell. Ach, warte mal. Moment, da kann ich jetzt mit... Hahaha, ich habe mitgedacht. Kommt selten vor. Komm ich da hoch? Muss ich da hoch? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich fände es schön, wenn man das durch... Nein, jetzt geht das schon wieder los. Warum kommt denn hier immer die Krötenflotte angeflogen? Na gut, weil das der Hauptgegner ist. Ich sehe es ein, aber doch nicht immer so... Oh, achso, ich kann da drauf. Das ist gut zu wissen, dass ich da drauf kann. Warum?
Nein, Lavender! Da wäre... da war Leben! Ach, egal. Ach, du Scheiße. Ja. Das funktioniert nicht. Es bewegt sich so viel auf dem Bildschirm, ich komme nicht klar. Ah! 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 Okay, dieser Abschnitt könnte ein wenig länger dauern. Oh, muss man wirklich... Achso, das war's schon. Na dann. Mitdenken, wollte ich sagen. Na. Gut, immerhin kann man hier gar nicht, mal nicht sterben. Wie komme ich denn da hoch? Achso, ah. Jetzt. Nein! Nein, nein, nicht alle auf einmal. Ach, das, an dem blauen kann ich vorbei, aber den grauen nicht. Gut, das ist, unlogisch. Oh Gott. Ich will nicht nach unten, ich will nach oben. Jetzt schießen die auch noch. Super. Oh Gott. Nein. Wann ist denn hier Schluss? Ah, da ist Schluss. Scheiße. Aber jetzt... Ah, jetzt muss ich wieder nach unten. Nein, nein, nein. Nein. Oh. Hallo? Herrgott. Ich war doch schon fast oben. Ja. Ja, schießt ruhig auf mich. So langsam kriege ich ein Muster raus, aber... Langsam kriege ich auch eine Klatsche. Ah! Oh, geschafft. Nicht euer Ernst. Achso, das ist gar kein Gegner. Wo muss ich denn lang? Kann ich auf so ein Ding draufspringen? Man muss ich ja wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Auf was kann ich denn hier draufspringen? Auf den... Woher soll ich das denn wissen? Und wo ist jetzt die Hitbox zu Ende? Wie schafft man das denn? Ach, jetzt kann ich auf einmal... Oh. Ich kann die ganze Zeit nicht auf die Asteroiden, aber wenn ich auf dem ersten Asteroiden drauf bin, kann ich anschließend auf die anderen Asteroiden. Das ist ja mal gar nicht mal so logisch. Oh mein Gott. Das könnte noch länger dauern. Wir machen einfach Continue, weil wir haben ja unendlich viele Continues. Wir haben sogar unendlich viel Power. Verrückt. Kann ich jetzt vielleicht doch auf... Oh, ich kann doch auf die drauf. Schau an. Muss mir allerdings Umstieg einfallen lassen. Wieso kann ich den jetzt doch auf... Ich hab's doch eben versucht und bin nicht drauf. Achso, man muss springen. Nein. Oh Gott. Da kommt was. Nehme ich. Ah, jetzt kommen noch Gegner. Ah! Ist das fies. Welchen nehme ich denn jetzt mal? Den. Nein. Gott. Ist das ein Chaos? Ja, den hätte ich nehmen müssen, glaube ich. Das war mein Asteroid. Der nächste kommt bestimmt. Ja, ja. Doch, bisher geht's noch. Noch schlimmer wäre es ja, wenn die einen irgendwie treffen würden. Kommt nicht mal einer von rechts? Ich werte das als nein. Oh. Ich hätte absteigen sollen. Ich hätte absteigen sollen. Oh Gott. Okay, es wird echt schwierig. Ich glaube, ich nehme mal. Ach nee. Ich glaube, ich bin da schon richtig. Ob ich jetzt getroffen werde, ist glaube ich auch egal. Ob ich daneben springe oder nicht, ist allerdings nicht egal. Wer hat sich diesen Level einfallen lassen? Nein, nein. Man muss jetzt auch noch mit dem Springen aufpassen, dass einen kein Asteroid mitnimmt. Ah, dieses Spiel. Bis hierhin ging es gut. Das war jetzt Zufall. Da wäre ich fast daneben gesprungen. Von rechts oben was nach unten? Ja, fast. Nee, auch nicht. Hat doch was Besseres im Angebot? Nein. Nein, habt ihr nicht. Okay. Muss ich den nehmen? Jetzt was von rechts unten nach oben, bitte? Sieht nicht so... Oh Gott. Nee. Das wär's gewesen.
Taxi! Gott sei Dank wird man hier nicht von den... das war knapp. Gott sei Dank wird man nicht vom Gegner von den Dingern noch runtergehauen. Ich glaube, richtig fies wäre das, wenn das jetzt so Castlevania-mäßig mit dem... dass man da zurückgeworfen wird. Ich glaube, das wäre die Hölle. Aber das hier ist schon recht nah dran an der Hölle. Rechts oben, nach links unten, bitte? Nein! Ach, falscher. Nee, einen anderen. Ja. Ach, ich nehme auch einen anderen. Hauptsache was von rechts. Den da. Nein! Oh Gott! Nein! Ja, den. habt ihr noch? Den da. Ja, geschafft. Moment, das kennen wir aus dem Intro-Level. Wofür brauche ich die jetzt eigentlich? Mal doof gefragt. Die habe ich bisher noch gar nicht gebraucht. Egal. Was zur Hölle? Muss ich springen? Muss ich wechseln? Wo bin ich? Was war das denn jetzt bitte? Kann ich irgendwas machen, um das langsamer zu machen? Das ist ja wirklich... Nehmt das! Hier. Muss ich irgendwas... Kann ich hier was wechseln? Ich glaube, das ist schon wieder ein Glitch. Moment, vielleicht... Ich habe die ja noch nie gebraucht, ne? Die brauche ich jetzt bestimmt. Oh, da oben war ein Gegner, glaube ich. Da hätte ich... ich hätte wechseln müssen, ich hätte wechseln müssen! Da war ein... Muss das so schnell sein? Das war doch im Preview gar nicht so schnell. Rauf. Da. Wo hänge ich denn jetzt? Meine Güte. Oh Mann. Wenn es weiter länger dauert. Ich muss mir genau merken, wann ich springen muss. Ungefähr... Da wäre mein Taxi gewesen. Das ist doch krank. Okay, das versuchen wir mal. Ich muss es irgendwie hinkriegen. Wer hat sich das einfallen lassen? Ich hab's geschafft? Wie zur Hölle soll man das denn hinkriegen? Und warum ist das so schnell? Ja, toll. Der Zug ist abgefahren. Meine Güte. Ich hab's geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich stecke dem gleichen scheiß Glitch fest wie sonst auch. Ich das irgendwie austricksen. Also wenn ich mich zum Beispiel hier ganz nach hinten stelle, komme ich vielleicht an einem Glitch vorbei. Nein, ich steige nicht um. Ich hätte es bestimmt tun müssen. Oh, ich komme an einem Glitch vorbei. Nur in die andere Richtung leider nicht. Jetzt verstehe ich, wie der Level aufgebaut ist, aber immerhin. okay. Das können wir versuchen. Vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's. Nein, ich muss mich nach rechts stellen. Oder aber, ich versuche nochmal... nochmal Leben zu vergeuden. Jetzt komme ich nicht mehr auf das Ding drauf. Was ist denn hier los? So, nein, weiter nach rechts. Ja, so müsste es gehen. Ich habe ein gutes Gefühl. Andere Richtung müsste genauso gehen. Ich habe schon wieder ein gutes Gefühl.
Aber der Bug, der gehört da nicht hin, oder? Scheiße. Ich war nicht schnell genug. Ha! Der Bug mit der Kreuzung gehört da nicht hin, oder? Ich meine, das kann doch nicht sein. Das wäre ziemlich blöd für so ein Spiel. Gut, so gesehen geht's bisher. Aber das kann echt nicht sein. Und ich hätte tatsächlich abkürzen können, wenn ich hier auf diesem Wahnsinnsding schnell genug bin. Nein! Ich dachte, das wäre schon vorbei. Ah, wieso muss ich denn nach rechts springen? Ah, und wie ich noch genau im Sprung gemerkt habe, dass es falsch war. Der Spieledesigner hier war echt ein Sadist. Aber sowas von. Muss ich mich dann gleich hinstellen? Ich könnte mich schon mal... Wahrscheinlich auch hier hin. Ich glaube, ich wurde getroffen, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich wurde schon wieder getroffen, ist mir aber egal. Hört das nochmal auf hier? Bitte lass es zu Ende sein. Es ist nicht zu Ende. Wollt ihr mich verarschen? Nein, nein, das ist doch nicht... Oh, dieses Spiel! Ich hab's jetzt natürlich mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, weil ich die ganze Zeit im Glitch ausweichen muss. Oh Mann. Wer programmiert so einen Stoß? Okay. Ganz ruhig, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Hauptsächlich mich auf die rechte Seite der Plattform stellen. Dass ich getroffen werde, ist mir wurscht. Dass ich mit dem Rücken nach vorne fahre, ist mir auch egal. Bucky muss gleich kotzen. Ach, ich bin doch blöd. Ich dachte, da wäre schon die Plattform. Na! So viel zur Theorie. Ich hab's jetzt raus. Ich hab's nicht raus. Ein Glück, dass es unendlich Continues gibt. Das ist echt unfassbar. Aber es ist sehr schnell für NES-Verhältnisse. Muss man im Spiel lassen. Es hat Sonic-Qualitäten. Leider geht's aber tierisch auf die Nüsse, aber naja. Ha. Bloß nicht rausglitschen, bloß nicht... Aua. Bloß nicht kaputt glitschen. Ach, es ist mir egal, wie viele Gegner ich treffe. Ich lebe noch. Ducken, 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 springen? Wirst du noch gemeiner? Ja, wirst du. Ich hätte nach unten... Oh. Mein Gott! Leider muss ich das jetzt alles so durch Trial and Error herausfinden. Das könnte ein bisschen dauern. Ja, ich habe jetzt schon das Bedürfnis vorzuspulen. Oh mein Gott. Ja, die Musik ist schön. Um mal wieder was Positives zu sagen. Unfassbar. Huch. Ich könnte sein, dass ich mich kaputt glitsche. Ja. Da habe ich mich gerade falsch hingestellt. Ah, ich habe noch einen Gegner mitgenommen. Ha! es ist... Ja, okay. Wie gesagt, das könnte länger dauern. Vielleicht mal ein bisschen schießen bei der Gelegenheit. Ah nee, das ist gefährlich, ne? Dann habe ich gleich wieder zu oft B gedrückt und springe. Nein, das lasse ich. Das war knapp. Ich glaube, in Bezug auf den Glitch ist der erste Teil hier von der Stage schlimmer. Das ist echt sowas von fies. Ja. Ist mir egal, dass ich getroffen werde. Nein, es ist schon wieder passiert.
Ah! Stunden später. Ja, schön. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu kommentieren, denn es ist ja immer das Gleiche. Also der immer gleiche Versuch, am Glitch vorbeizukommen. In einem eh schon bockschweren Level. Hoffentlich versaut mir das nicht immer den Endgegner. Also kann ja sein, dass noch mehr. Hat das noch mehr ausgefallen ist, außer diesem Glitch. Bug. Whatever. Es wird wohl nicht mehr gefixt werden. Ich wäre fast schon wieder falsch gesprungen, weil ich jetzt irgendwie auf diese orangenen Dinger getriggert bin. Ich glaube, er wird absichtlich ein bisschen langsamer. Vermeintlich fairer, was? Mein Gott! Wollt ihr mich verarschen? Bitte lasse es endlich zu Ende sein. Ich hab's geschafft. Der Endgegner. Wer ist der Endgegner? Nicht euer Ernst. Ich glaube, der schießt gleich nochmal richtig. Wow. Und er hat den Todesstrahl dabei. Super. Ich glaube, jetzt nehme ich mal die hier. Das klappt bestimmt viel besser. Ja, gut, zumindest treffe ich besser, ne? Weil irgendwie ist sie genauer. Oh, ich habe was kaputt gemacht. Achso, ich kann. Ah, ich kann. Oh. Der Death Ray. Ich kann die Dinger einzeln kaputt machen, sehe ich gerade. Okay. Glaube ich zumindest. Die reagieren irgendwie. Die reagieren da drauf. Leider kann er mich auch einfach überfahren. Oh. Okay. Ich glaube, ich bleib mal bei der. Die scheint. Ja, die scheint besser zu sein, dachte ich eben, aber ist wohl doch ein Irrtum. So, weg. Ja, Death Ray kenne ich schon. Oh, ich bin schon wieder gesprungen. Verdammt!
jetzt nochmal richtig. Oder nicht? Ja, wird langsam besser. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das mit dem Leben schon schaffe. Moment, jetzt fährt er nochmal. Also viele Treffer kann ich darauf nicht landen gerade, aber immerhin kann ich relativ zielsicher ausweichen. Das ist ja auch schon... Ach, er ist schon kaputt. Ich muss sowieso nur noch... Die Augen treffen! Ja gut, das ist jetzt einfach. Das kann ich einfach hier stehen, dann nach oben schießen. Wenn ich denn im richtigen Moment treffe. Oder wie jetzt gerade daneben schieße. Aber er ist doch schaffbar. Er ist doch schaffbar. Ich habe mich nur auf die falschen Sachen konzentriert. Naja, gut. Kommt doch mal. Nicht wieder mein... meine Schnellfeuer. Ach komm, dann nehmen wir hier nochmal die... dieses Crewmitglied muss ja auch sowas gut sein. Ist es aber nicht. Ha! Bräuchte ich irgendwas mit größeren Schüssen, glaube ich. Ja. Ich habe eine Idee. Ich bleibe einfach hier stehen und schieße so diagonal. Ah, das geht super. Mir kann nichts passieren. Ich muss aber auch treffen. Ah, ich habe getroffen. Bisschen langweilig gerade, ich gebe es zu. Aber besser als getroffen zu werden. Ja, man muss auch treffen dabei. Shit. Naja, dann mache ich doch vielleicht die etwas anstrengendere Version. Müsste dafür auch... Also ein Treffen ist echt nicht so einfach. Ja. Die richtige Sprunghöhe, der Sprung ist einfach zu schnell. Ich bin zu alt dafür. Ja, Treffer. Ich bin echt zu alt für diesen Scheiß. Ich muss erst höher springen beim Runterfallen dann schießen. Das könnte... Ja, das funktioniert. Haha. Oh, doch noch geschafft. Okay. Das hat jetzt echt lange gedauert. Großartig Leben, Punkte, ach komm. Ist alles egal. Wir haben Willy. Thanks, Bucky. While I was held captive, I kept busy putting together a new weapon. Oh ja, das klingt gut. Wir brauchen mehr Waffen. It's my one-shot-does-it-all blaster. Der gefällt mir jetzt schon. You can call it Thumber. Mhm. If you press the fire button longer, it just gets stronger. Oh, das ist super. Bisher hat das allerdings nur dafür gesorgt, dass ich an unmöglichen Stellen gesprungen bin. Bucky brought his brave crew together. Ach ja, stimmt, wir haben jetzt ja die ganze Crew wieder versammelt. Oh, das war natürlich ein Trick und wir werden jetzt von dem riesen Mutterschiff verfolgt. Die Animation ist gut. Kann ich ausweichen? Ne, kann ich sowieso nicht. Ja, das war ja ein toller Trick. Ihr habt uns echt erst alle gefangen genommen und jetzt habt ihr uns wieder alle gefangen genommen. Bucky, wake up, Blinky. Captain, we are trapped in a toad mothership. Ja, das habe ich schon gemerkt. They've taken my crew for sport. Captain, we must save the crew. Schon wieder? Ich habe die doch gerade erst alle gerettet. Es gibt ein neues Passwort zum Merken. Also das Passwort ist jetzt M8L2K.
Und was ist das jetzt? Kann ich hier irgendwas... Nein. Ich kann hier nichts tun. Ich kann nur Start drücken. Ah, Akt 1. Ja, wunderbar. Da machen wir aber in der nächsten Folge erst weiter, denn das hat jetzt wirklich lange genug gedauert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss.